Sarah Ferguson hat nach ihrer Brustkrebsdiagnose und einer anschließenden Operation erneut gesundheitliche Probleme. Nach ihrer Diagnose einer frühen Form von Brustkrebs im Sommer wurde bei Sarah, Herzogin von York, nun ein malignes Melanom diagnostiziert. Gab ein Sprecher in einem Statement, das dem US-Magazin People und der britischen The Sun vorliegt, ihre Hautkrebsdiagnose bekannt. Nach der Brustkrebsdiagnose hatte sich Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew, Anfang Juli 2023 umgehend einer Mastektomie unterzogen. Nach Angaben des Sprechers wurden der Herzogin von York während der Operation mehrere Muttermale entfernt und von einem Dermatologen untersucht. Dabei sei eines der Muttermale als krebsartig identifiziert worden. Die Herzogin möchte dem gesamten medizinischen Team danken, das sie unterstützt hat, insbesondere ihrem Dermatologen, dessen Wachsamkeit dafür sorgte, dass die Krankheit rechtzeitig erkannt wurde, heißt es in dem Statement weiter. Die Herzogin werde nach der Diagnose in London behandelt und habe sich in einem Medical Health Resort in Österreich erholt. Sie unterzieht sich weiteren Untersuchungen, um sicherzustellen, dass die Krankheit im Frühstadium erkannt wurde, erklärte ihr Sprecher weiter. Natürlich sei eine weitere Diagnose so kurz nach einer Brustkrebsbehandlung erschütternd, aber die Herzogin ist weiterhin guter Dinge.